Ja, gerade hatten wir erstmal die einfachen Aufgaben. Jetzt will ich erstmal eine Aufgabe aufschreiben und dann nochmal was dazu sagen. Also, ich sage jetzt einfach mal 2x² plus 8x plus 6 ist gleich 0. Und hier müssen wir aufpassen, weil die Formel ist ja auch, heißt ja immer mit x². Und wenn wir hier eine 2 vorhaben, können wir so die erstmal nicht anwenden. Hier bietet sich natürlich an, dann durch 2 zu teilen, dass wir dann wieder auf unser x² kommen. Also mache ich das einfach mal. Rechnen wir einfach mal durch 2. Dann heißt das ganze Ding wieder x² plus 4x plus 6 ist gleich 0. Und das wäre dann unsere Gleichung neu. Das ist jetzt die neue sozusagen. Und so können wir dann einfach wieder unsere Tippeltappeltour weitergehen. Also da können wir dann einfach wieder. So, also hier muss natürlich eine 3 hin, das ist ja ganz klar. So. Sonst, also den machen wir einfach, könnten wir jetzt theoretisch weitermachen, aber okay, ich kann es jetzt einfach mal machen. x012 ist gleich unser 4 halbe ist also 2. Das mache ich gleich mal hier weg, also 2. Genau, da kommt Minus hin, weil da ja ein Plus steht. Plus minus die Wurzel aus minus 2 in Klammern zum Quadrat minus 3. Und dann machen wir einfach weiter. Minus 2 plus minus minus 4 minus 3.